Wirtshaus. Oh ja, edle Dame. Das vorzügliche Wirtshaus in Spessart. Allwo selbst die allerhöchste Haute Volaute in solchen Fällen ihr müdes Haupt zur letzten Ruhe bedient. Könnt ihr es uns zeigen? Musikalische Räuberpistole auf Burg Leuchtenberg. Eine Komtesse und ihr Verlobter brauchen ein Quartier für die Nacht und landen im Wirtshaus im Spessart. Doch das ist berüchtigt für Raubüberfälle. Es kommt zur Geiselnahme. Doch statt der Komtesse nehmen die Räuber den verkleideten Wanderburschen Felix gefangen. Da, unterschreib! Na los! Wie es weitergeht, auch das erzählt das humorige Stück. Das Wirtshaus im Spessart, eine Inszenierung des Landestheaters Oberpfalz. An diesem Wochenende feierte es auf Burg Leuchtenberg Premiere. Lass uns träumen, deinen Lauf. Lass wir beide auf einer Anzahl hin. Sei schein und ein Licht in der Blick. Eine Stunde bestimmt im Himmel. Lass uns Das Stück unter der Regie von Marlene Wagner-Müller ist vollgepackt mit Witz und Musik. Noch bis 22. Juli steht es auf dem LTO-Spielplan. Ja. Das könnte schön sein, ein Häuschen mit.